12 Couscous, 200 Gramm Couscous, 1 Stück Ingwer, Klammer auf 20 Gramm, Klammer zu, 1 Stück frische Kurkuma, Klammer auf 20 Gramm, Klammer zu, oder 1,5 Teelöffel gemahlen, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl, Meersalz, 25 Gramm Pistazien, 40 Gramm Cranberries, Rondini, 2 kleine Rondini-Kürbisse, Klammer auf runde Zucchini, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenölsaft von 1,5 Zitrone, Meersalz, TL, Paprikapulver, Edelsüß, 1 Viertel Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel, 2 Esslöffel, Kürbiskernöl, Rotweintofu, 400 Gramm Tofu Natur, 4 Esslöffel Olivenöl, 80 Milliliter Tamari, Klammer auf Sojasauce, Klammer zu, 150 Milliliter Rotwein, 1-2 Großmarin, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Mangosalat, 2 kleine reife Mangos, Saft von 1,5 Zitrone, 2 Esslöffel Agavendicksaft, 1 Bund frischer Koriander, 1 Prise Chili, Meersalz. Tofu hat wenig Eigengeschmack, das macht ihn gerade so besonders, man kann ihn wirklich in jede Form und jede Geschmacksrichtung bringen. Ich habe Jahre damit verbracht, Tofu in Scheiben zu schneiden, auszupressen, über Nacht zu marinieren und zu leckerem, geschmacksvollem und knusprigem Tofu zu braten. Ob Rotwein, Weißwein, Tamari oder Shoyu, Zitronen oder Orangensaft, Nüsse oder Gemüse zugegeben werden, ist ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass er lange genug gebraten wird, 10 Minuten mindestens. Dabei immer wieder ablöschen, reduzieren, ablöschen, reduzieren, ablöschen. Es lohnt sich übrigens, verschiedene Tofusorten durchzuprobieren, Z-Mann den findet, der einem am besten schmeckt. Couscous, den Couscous in eine Schüssel geben. Ingwer und Kurkuma schälen, hacken und mit dem Couscous vermengen. Öl, Salz und kochendes Wasser zugießen, dass der Couscous gerade bedeckt ist, Couscous zugedeckt 10 Minuten quellen lassen, dann mit einer Gate auflockern. Pistazien und Cranberries unterheben und bis zum GPLL-M zugedeckt beiseite stellen. Rondini, die Kürbisse oben und unten anschneiden, halbieren und in Achtel schneiden. In einer beschichteten Pfanne die Kürbisstützke heißen Olivenöl unter Schwenken anbraten. Nach 5 Minuten mit Zitronensaft, Salz und den Gewürzen abschmecken. Zudecken und von der Platte nehmen. Kurz vor dem Servieren mit dem Kürbiskernöl bedrehe unterstrich bei jungen Rondini, kann die Schale problemlos mitgegessen werden, ist eher schon etwas älter, einfach das Fruchtfleisch aus der Schale, Talrotweintofu, den Tofu in 2 cm große Würfel schneiden. In einer beschichteten Pfanne den Tofu im heißen Olivenöl anbraten und bei mittlerer Hitze weiterbraten. Wenn er festklebt, nach und nach mit Tamari ablöschen. Ist die Sojasauce aufgebraucht, den Rotwein zur und einkochen lassen, Klammer auf, dauert 8 bis 10 Minuten, Klammer zu. Die Rosmarinnadeln fein hacken, zusammen mit einer Prise schwarzem Pfeffer und Hacke Tofu heben und von der Herdplatte nehmen. Mangosalat, die Mangos schälen, das Fruchtfleisch vom Stein und Stücke schneiden. Mit Zitronensaft, Agavendicksaft, gehacktem Xin-Chili und einer Prise Salz würzen und locker vermengen.